Sag dir, warte, jetzt geht's in den Dschungel. Das ist wirklich Alex ein Element hier. Ja, ist einfach die Bestätigung der Evolutionstheorie. Was für ein Pisser. Morgen Leute, die UFC Filmcrew ist hier und wird Alexander heute den ganzen Tag begleiten bei seinem Training und bei allem, was so passiert in seinem Leben, also ein kleiner Einblick in seinen Lebensalltag. Morgenlauf habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Das ist der Manua-Kick! Links abbiegen auf Burkittgasse. Jo, wir sind jetzt am Weg am Wienerberg. Sie möchten ein paar Aufnahmen in der Natur, Stadtnatur. Urwald, Alex. Also Alex muss jetzt auf jeden Fall ein Händel fangen und dann selber grillen und... Liebe Rocky, ja. Move your tail! Move your tail! You look like a girl out there. What's the matter with you? I feel like a Kentucky Fried Idiot. Alex macht jetzt seinen Morgenrun und sind hier beim Teich, Wienerbergteich, und die Jungs haben eine Drohne mitgebracht, das heißt, sie filmen jetzt hier von oben den Lauf von Alex. Das Ganze wird aufgenommen für UFC Connected, für diese Serie. Und wir haben jetzt gerade erfahren, das wird dann im September ausgestrahlt, das heißt, es kommt jetzt noch eine Folge raus. Und die beiden Filmer, die sind aus Irland bzw. aus England hierher gekommen zu uns, um uns zu filmen. Also starkes Netzwerk, was die UFC hat, echt klasse Sache. Ist schon eine ziemliche Ehre, da schon mal hier mit in so einer Episode sein zu dürfen. Also finde ich ziemlich geil. Die Aufgabe ist jetzt, Alex muss jetzt mindestens zwei Enten fangen und das ist überhaupt kein Problem. Und nachher gibt es halt einfach so gebratene Enten. Der Typ hat jetzt einfach meinen Rucksack angezogen. Ich meine, das ist eine super Werbung für Pitbull. Brother, what are you doing with my rucksack? Oh, this is your one. Yes. Schaut aus wie zwei so Tierforscher, die auf einen Leoparden warten oder irgend sowas. Da ist er, der Lion. In der Wildnis. Danke! Ich nenne die Gazellen da. Die sind schon ein bisschen zu alt für dich. So Milf-Gazellen. Good combination, or? A lot of combinations. But I mean, the sun, water, sweat. What more do you need? Wir sind hier mit einem Hammer-Equipment angereist, wirklich nur das Feinste. Also, so entstehen echt gute Promo-Videos. That's cool. Nice. Also, diese Kombi ist echt Bombe hier mit dem Wasser und mit dem. Mit der Sonne im Hintergrund beim Schattenboxen. So richtig geil. Your left arm. Wenn du das vorne drauf steckst, kannst du schon angeln. Das ist ein How-To-Video, wie man sich eine Angel bastelt. Da ist schon wieder der Jugo. Erster Part erledigt, wir sind hier fertig und jetzt geht's dann ab ins Gym für die Lieblingsdisziplin von Alex. Weightlifting. Dann 2024 gehen wir zu Olympia. Yes, baby. Der größte Weightlifter. Wir müssen noch ein bisschen Speck ansetzen, also auf 160 Kilo wollen wir kommen. Ist nicht so schlimm, also ein bisschen... Körpergewicht 160. Ja sicher, was hast du gemeint hast. 160. Das ist Kinderparty. 160 Snatchen. 160 Kilo Körpergewicht und 195 Kilo Snatchen.
Okay. Seit 20. Seit 20? Dieser Lascher. Das gefällt mir natürlich am besten, wenn, wenn Alex auch Weightlifter von meinem Namen kennt. Das heißt, er hat sich wirklich damit beschäftigt, mit dem Sport. Und ihr wisst, wie wichtig mir olympisches Gewicht eben ist, als athletische Entwicklung für MMA und für Kampfsport und allgemein in allen professionellen Sportarten. Und es ist natürlich klasse, wenn der Sportler sich mit dem Assistenzsport, mit den Zubringerübungen und so weiter gut auskennt und da sogar die Sportler kennt, die dort aktuell sind und richtig stark sind. Und wir hatten ja vor kurzem auch diese zwei Showtrainings mit Alexei Torokti, mit dem Olympiagewinner von London 2012. Da gibt es ja ein paar Videos online auf dem Kanal. Das heißt, dieses eine Training, wie Alex olympisches Gewichtheben macht mit Torokti. Also Torokti trainiert Alex, hat ihm eine Private Session gegeben, das war ziemlich cool. Und dann hat Alex es ihm quasi zurückgegeben und hat mit ihm eine MMA-Session gemacht. Na, jetzt geht's mal ab ins Gym. Bis gleich. Jetzt sind wir im Gym 23 angekommen und machen hier die nächsten Aufnahmen. Auf jeden Fall einmal olympisches Gewichtheben wird jetzt gefilmt und es ist mir besonders wichtig, dass die Leute sehen, was Alex hier leistet und wie er hier drauf ist technisch. Und dann noch ein bisschen andere Fitness-Stuff und dann nachher stoßt noch Roberto Pastuk dazu, der Alex sein MMA-Coach ist und auch hier wird er natürlich ein bisschen Bodenkampf gemacht, sie werden Technik-Drills machen und dergleichen für die Kamera, also das wird sicherlich ziemlich nice. Und dann folgen natürlich noch ein paar Interviews. Focus, Bitch! Was ist die Formel? Die Torokti-Formel für Snatch und Clean. Das heißt, wenn man die Formel beherrscht, dann beherrscht man das Snatchen? Genau, und dann wird der PR besser. Der PR besser? Die Killer-Brigade! Nee, nee. Das ist eine Kamera. Nein, ist nur ein Stativ. Hey! Du musst aufpassen, dass nichts rauskommt hinten. Hey. Das ist scheiße zu spät. Das ist ein klassisches Roberto-Aufwärmen. Roberto geht auf die Matte, schaltet die Uhr ein und fängt an. Leute, wir sind jetzt hier unten im Fitnessbereich und für Kraft- und Konditionstraining. Und wir zeigen den Leuten jetzt einmal hier, wie man als Light Heavyweight richtig schnell wird und den Snatch wollen wir ihnen zeigen. Snatch, Clean and Jerk, olympisches Gewicht heben. Also das wird sicher nice. Wir sind schon mittendrin, sind schon beim Clean and Jerk, jetzt bei 80 Kilo, das heißt einmal easy hier. Für ihn noch ein bisschen eher Richtung Warm-up. Aber jetzt geht's gleich weiter. Wir wollen den Jungs auf jeden Fall mal auf was über Bodyweight zeigen. Weightlifting fertig. Alex hat jetzt am Ende nochmal ganz easy, das könnt ihr euch dann im Hauptvideo anschauen von der UFC, einen 100 Kilo Clean and Jerk rausgeballert. Wirklich, als wäre es Butter, super easy und das freut mich natürlich extrem, weil das zeigt auch das Potenzial, was noch hinten steckt. Ich habe es jetzt auch für die anderen Leute in der Kamera gesagt, 150 bis 160 Kilo sind da locker drin. So, my name is Richard Stauner, I'm Performance Coach in Alex Team. So I'm responsible for the strength and conditioning part, for the nutrition and supplementation and also for hand-eye coordination also for organization things. Interview jetzt auch gleich gegeben, das heißt, jetzt ging es mal darum, meine Ideen und Informationen zu bekommen, warum wir so trainieren, wie wir trainieren. Weil es ist schon so, dass unser Training sich von dem, was andere in dieser Weight Division oder in der UFC oder allgemein im MMA machen, sehr unterscheidet. Das heißt, olympisches Gewichtheben auf dem technischen Level macht kaum jemand, das ist eins. Und das andere ist auch, dass das Snatch zum Beispiel kaum genutzt wird, weil es technisch sehr, sehr schwierig ist, ihn zu erlernen.
Das ist natürlich für mich vollkommen verständlich. Und in der Vergangenheit war es so, dass ich auch immer wieder gesagt habe, lasst den Snatch weg, konzentriert sich auf den Power Clean. Aber der Meinung bin ich nicht mehr. Also der Snatch gehört für eine gute athletische Entwicklung auf jeden Fall dazu. Und der Vorteil ist der, man muss wirklich, um das Gewicht, diesen langen Weg vom Boden nach oben über Kopf zu bringen, echt viel, viel, viel investieren und sich richtig schnell bewegen. Und das ist ein Grund, warum der Snatch eine deutlich höhere Impact hat auf die Schnellkraftentwicklung, als alle denken. Und schaut man sich nochmal olympische Gewichtheber an, dann sieht man das eh gleich. Das sind die schnellsten Jungs der Welt, höchsten Sprungleistungen, Weitsprung, Hochsprung und so weiter, im Sprintansatz auf den ersten Metern. Und das ist das, was wir brauchen für MMA, auf die ersten Meter hohe Geschwindigkeit. Da sind sie einfach top und da kann man sich ein Beispiel nehmen. Und das andere ist der mentale Part. Wie sich olympisches Gewicht eben mental auswirkt, ist gigantisch. Die Leute werden einfach richtig stabil, auch im Kopf. Und schaffen es, mit wirklich intensiven und anstrengenden Situationen fertig zu werden. Und das ist für mich besonders wichtig. Das nächste, was wir machen, ist den Roberto, MMA-Coach, filmen bzw. interviewen. Und seinen Part im Team darstellen, das heißt, was er da macht, Grappling-Part, MMA-Part natürlich. Und danach geht's dann rüber zu Alexander nach Hause. Ich lerne das noch. Ja? Ja, aber. Nein, du musst mit dem Kopf arbeiten. Let's wrestle a little bit. Oh, that looks gay. Oh, that's okay. But gay is okay. I did a short weightlifting session, you know? Yeah, boom, activate. Like short, fast to 70 kilos, next fast to 100 clean and jerk. Really fast. It looks really like an activation. Really fast. Yeah. Like nothing, it took like 25 minutes. We warm up with the last rep. Really. For other people, this is the lifetime maximum. In CrossFit, this is great. When you do that, everybody says, hey, that's awesome. Die filmen schon weiter. Ich gönne mir dazwischen nochmal hier eine Bananenpause. Keto-Style. Einfach Keto-Style. Was macht ihr da, Kinder? Spielen? Zeig her nochmal so ein Heavy Hit. Schau, der Sandzug wackelt sogar noch. Er hat einfach noch immer richtig Power, dieser Isaac, in seinen Fäusten, oder? Lass uns mal schauen, was MMA-Coach Roberto mit Alexander macht. Wir sind schon wieder beim Filmen. Die zwei machen einfach eine normale Trainingssession, das heißt, das ist jetzt kein arges Sparring oder so, sondern sie nutzen die Zeit jetzt auch gemeinsam zu rollen. Und jetzt sind sie dann bei strategischen Dingen, Takedown, Defenses. Und jetzt auch am Zaun bzw. an der Wand die Arbeit, zeige ich euch gleich. Und MMA-Style, also nicht nur Bodenkampf, sondern Alex hat jetzt auch extra geile Handschuhe angezogen. Ich habe jetzt gleich nochmal ein Mikrofon verpasst und darf ein bisschen hier mitkommentieren. Also das ist der Moment, wo ich mich jetzt richtig wichtig fühle. Coming down, relax, and breathe. This was the win after my second knee injury. It was a 18-month layoff from surgery till this day. So I went through hell in these 18 months. A lot of physio, a lot of pain, also not in the body, also mental. So this is the picture after I won the fight, and after this fight I signed with the UFC. So pure happiness. What did it mean in that moment when you won that fight? It was finished, wasn't it? Yeah, it was a finish in the first round. I fought here in Vienna where I grew up, and everybody just came to watch me fight,
again, and like a comeback fight, a comeback fight, because I was really thinking to quit with MMA after my knee injury, because I injured my knee two times ACL, two times meniscus. So it's a hard injury, and it was like a dream came true, you know. And 7 days after this big win, I got the UFC contract, and I was more happy, and it was the right choice to stand up and to fight and to do what I love and what I can do best, fighting. So what did, when you look at that photo, what did you just never give up? Never give up, and I did the right choice in my life to not quit with this sport, to push forward, and everything is possible now. 4-0 in the UFC and climbing the ladder to the top, and everything is possible. It doesn't matter where you come from. You have everywhere you have good training and good training partners and quality training, so nothing is impossible, and always show some discipline, dedication, and your dreams will be true, come true. Nasenschutz. Darf ich mal? Die Nase nicht gebrochen wird. Das ist ein ziemlich großer Nasenschutz. Nee, das ist für Leute, darf ich mal probieren? Große Nase haben. Gerne. Warte, ich möchte das ausprobieren. Das ist wirklich ein bisschen, also hat gut gepasst, ja, aber. Does training MMA seem to come very easy for him? Yeah, well, I believe MMA is one of the hardest sport that you can train. You know, it's like you have to be well-rounded nowadays. You know, like a few years ago when I started, it was like Vale Tudo thing. So it was not like nowadays. Everybody knows everything. Everybody's good on the striking, everybody's good in wrestling and on the ground game. But what happened with Alex is like I see many people like very strong, fast, and athletic. But the difference with him is his mindset. He, like you say, he can put his mind into a thing, and he will become really good on that. And he just can't let it go. He's gonna work hard through all the adversities. You know, like he says, like he has a couple of injuries, knee injuries and stuff. And that, of course, you know, it puts you down, but he come back stronger. So all these adversities make him stronger. So. It's a huge difference he has on the rest of the fighters that I ever met, is that his mindset is the strongest one. So he's able to rebuild and reborn in every training. He rebuild himself and he become a new version every time. You're never gonna see Alex in one sparring, and next week it's not gonna be the same. He always gonna add something, and it's gonna take something off that he didn't like. It's like an artist. He's creating his own view of this. So that's why it looks like he make it really easy. And for all of us, like the normal humans, it's like really hard. But when you see him, it's like, it's not so hard. Yeah. We've seen a couple of UFC light heavyweights retire recently. So obviously Alexander Gustafsson and his last opponent, Jimmy Manoa. Yeah. Was that his last fight a bit of a changing of the guard, do you think, for European light heavyweights? That now Alex is going to step into that position as one of the top European light heavyweights in the UFC? Yeah, absolutely. Well, these two guys that you named, they're legends. You know, they will done a lot of things for the sport, and thanks to them, I was living before in Sweden, and I see the change that Alexander Gustafsson made in Sweden, and people didn't know about MMA at that time, and after he came out, not only as a with a good technique and as a good sportman, but also the way he behaves and the way he approaches sport. He showed it's not a brutal sport, but also it's a lot of things behind it. You become a better person through this, and you can help other people. So Alexander showed that, and he's, for me, one of the legends of the sport because of that, as well as the Jimmy, you know. So these two guys, they're amazing. So I think Alex will bring also the same thing for this region of Europe, you know, in Austria, and that's what we want to create here. Yeah. Yeah, sure. Not just easy. Yeah. Gary, you just working for the UFC, or do you do other things also, other sports or productions? At the moment, yeah, mostly MMA. Yeah. So either for UFC or for BT Sport. Mm-hmm. But I do, sometimes I do Premier League football, so Barclays Premier League, the English Premier League.
and some documentaries, films like that. For sports people, men and athletes? Sports, yeah. Football and MMA. And Premier League, that's also interesting. It's the same like in combat sports. UFC is the highest level. Yeah. So you have the best. So you have to be a good one in your job. I'm all right. I can't say. I don't know. But we're here at one of the best gyms in Vienna. So yeah. I think, yeah, probably that speaks a lot to the quality that we're seeing around here. Yeah. Yeah. So you're traveling a lot around in Europe for... Travel a lot for Europe. We've got Copenhagen coming up. Oh, yeah. So you'll be there at the UFC event in Copenhagen in September? Yeah, all the events. Great. So we do interview a lot of the fighters and some of the coaches, and we film the fights as well from kind of backstage, and we walk with the fighters. So we were with Alex in Stockholm, so we have all the footage of him backstage before his knockout of Jimmy. Yeah. So we can tell that whole story. Yeah. It's really nice to follow a fighter like Alex, you know. We've got all that footage. Great. For if we need it down the line for something else, we always have that footage of him. So any documentaries or anything like that, you know, it's always good to have that stuff. Yeah. So it's nice. Yes. You will follow Alex to his title? Of course, all the way to the title Deal? And beyond. Deal? Until he retires. great. Yeah, auch die Leute behind the scene quasi, oder behind the camera, das war Gary Donald. Er ist bei der UFC zuständig für das Filmen von solchen Dokumentationen über Kämpfer und das Ganze auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Champions League Fußball oder in diesem Fall, wie er gesagt hat, Premier League in England. Also, ziemlich geile Sache. Die Jungs sind in den Oktagon hineingewechselt und zeigen hier noch ein bisschen Striking, MMA-Striking-Techniques. Sage euch Leute, das wäre eine richtig geile Aufnahme. Wenn diese Doku fertig ist, kann es kaum erwarten. Im September kommt das Ganze raus und das ist echt geniales Material, was sie da gerade aufnehmen. Most important time of the day, heute Schnitzel essen. Na, wir essen keine Schnitzel, sondern, oh ja, sicher, Grillhandeln mit Reis, das muss reichen. But look how it looks, man. This is the Schnitzel Apps, oder? Jetzt muss ich leise sein, weil wir sind jetzt auf der Fahrt zur Melli und Gary ist jetzt bei uns im Auto drinnen und wird hier während der Fahrt noch filmen und ein bisschen mit dem Alexander quatschen. After a nice training, yeah, we had a good nice little training there. Where are we going now and what are we going to do? Oh, we're going to go now to my apartment to meet my wife and to have a coffee, a talk, and I'll show you where I live, how I live, and it's a small apartment, but I love it because I can relax there, I get some energy in between sessions, and yeah. It's a quiet area, a quiet district. I have a good view, and yeah, I love this part of Vienna. Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen bei Alex und gehen jetzt rauf und bisschen private area quasi filming. Melli wird auch da sein und wird interviewt. Also privater Teil gehört genauso dazu. Hi! Alex hat nicht nur eine leibende schöne Wohnung, sondern er hat auch ein H&M bei sich in der Wohnung. Einen eigenen. Was? H&M? Wirklich einer. Ja. Und der Alex hat seinen eigenen H&M hier. Alex, kannst du uns vielleicht einmal ein Hemd rausgeben? Geht das? Ja. Awesome. Ein Hemd, ein Anzug darf es auch dazu sein. Ja, bitte, ein Anzug wäre noch super. Grau vielleicht oder Grau. Sowas. Okay. Blau ist auch okay. Blau auch okay. Ja. Wie leibend ist das? Er hat auch eine eigene Umkleidekabine und der Schneider kommt jeden Dienstag um 15 Uhr. Wie leibend ist das? Meine UFC-Hosen, die mit denen ich gekämpft habe. Oder die ersten Handschuhe. Sind das die ersten? Ja, der ersten von meinem ersten UFC-Kampf. Ja? Yeah? Mit dem bin ich gar nicht. Ja, ja. Die würde ich einsammeln. Oder. Ein verliebtes Mädchen. Ist dein Kuschelpolster? Ja.
Was erwartet mich? Bereit? Ja. Mach die Nase einmal zu. Shit. Boom! Oh! 15 Paar Handschuhe, Bam. 15 Paar Schuhe, Kopfschutz. Oh shit. Alles, Alter. Alles, alles. Da kommt einem Geruch entgegen. Taucherbrille. Deswegen ist es auch draußen, dass es ja nicht in der Wohnung stinkt. Melly hat es sicher verboten, dass das alles drinnen ist. Kopfschutz, oder? Alte Weightlifting-Schuhe, Ringerstiefel, Basketball. Da kommt wirklich ein arger Geruch raus. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Basketball, Fahrrad, Winterreifen. Wirklich? Ja. Ich glaube, das ist ein Griller. Winterreifen. Ist das ein, hast du auch so eine Tonne, wo du Feuer machst? Ja. Und dann rappst? Ja. So when was the wedding? Is this all the wedding day? Yeah, this was 3 weeks ago, 8th of July. We had our wedding, but this was a small wedding, just for the papers. But next year, in September, we're gonna do a big wedding with 400 people. It was like a little bit feeling like I go to the octagon. It was a not the same feeling, but almost. But self-confident like usual. Schau dir mal das an, was ich hier gefunden habe. Richtig leibende Jugendfotos von Alex. Das ist der Tomatenmann auf seinem Pullover. Und hier seht ihr Grumpy Alex. Erster Schultag. Ich will nicht in die Schule gehen. Und hier mal Action Rockage. Eigentlich hat Action Rockage Stand-Up Paddle erfunden, aber er hat das Paddle zu Hause vergessen. Es war dann nur Stand-Up. Ich hab mit den Händen gepaddelt. Ja, mit den Händen, das hat gereicht. Hände bis zum Boden. Und hier ist richtig, hier ist er, der Cliff Diver Rockage. Schau dir das an. 12 Meter. Das ist eine Hip Extension, Alter. Schau dir das an. Merk dir das fürs Weightliften. Und hier. Erstes Mal Bus fahren, aber mit dem Lenker natürlich. Vollgas. Alex sein erstes Auto. Montenegrin Style. 1er Golf. War das eher ein GTI? Was? War das ein GTI? Sicher. Sicher. Und da ist er. Er war einfach immer schon ein Model. Alex ist nur im Oktagon der Chef. In der Küche ist Melly die Chefin. Back in the car again. Letzter Ausflug. Es geht ab ins Gym, ins Malou. Und wir werden dort ein bisschen jonglieren. Hand-Augen-Koordinationstraining. Die Jungs warten dort auf uns. Und wir wollen der UFC zeigen, was wir so machen, um mit diese Präzision und dieses Timing aufzubauen, das Alex an den Tag legt. Gut Leute, letzter Part vom heutigen Training, den haben wir jetzt hier nicht im Kasten drinnen, aber ihr seht ihn dann in der UFC-Variante im September. Alexander hat am Sandbag noch ein paar fette Hits gelandet und hat mit speziellen Handschuhen von Top 10 ein paar Jabs und ein paar Haken geschlagen. Hinterlasst mir ein Like und checkt die nächsten Videos aus. Jetzt folgen dann bald das Video über den Kampf von Eva Feuerberger und ihre Vorbereitungen in Weightcut und auch von der Fight Week von Alexander Rakic in Stockholm gegen Jimmy Manua. Und da seht ihr auch seinen Weightcut und die Vorbereitung. Die ganze Fight Week haben wir gefilmt. Das ist ein richtig lässiges Video, sage ich euch. Aber es wird jetzt bald kommen. Also, macht's gut, Leute. Bis bald.